Lücke halt im Rahmen der Ausstellung hier im Kunstverein Duisburg am Weidenweg Heinz Kiewitz wird es eine Synagogenführung geben. Und zwar an der Synagoge in Duisburg. Und wir erfahren jetzt sicherlich Näheres dazu. Ja, ich denke, es passt eigentlich ganz gut in das Rahmenprogramm, eine Synagogenführung anzubieten. Wenngleich es keinen direkten Bezug gibt zwischen Heinz Kiewitz und Judentum. Heinz Kiewitz war kein Jude, aber er war als politischer Verfolgter in der Nazizeit natürlich auch solidarisch mit den verfolgten Juden. Und von daher gibt es durchaus einen Zusammenhang. Und das Ganze findet am Sonntag, den 28.04.2013, 16 Uhr. Um 16 Uhr statt. Und da gibt es einen kleinen Kostenbeitrag, der aber auch schon wieder seinen Sinn macht. Ja, die Synagogenführung kostet 4 Euro. Das ist dann eben für die Gemeinde selbst, für deren Haushalt und der Gemeinde selbst durch die Zuwanderung in den letzten Jahren. Ich sage nur Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Gemeinde ist ja inzwischen auf fast 3000 Mitglieder angewachsen. Die Gemeinde hat große Probleme, soziale Probleme, die Zuwanderer, die Gemeindemitglieder zu integrieren. Das ist immer kostenträchtig. Von daher ist es ein symbolischer Betrag, 4 Euro für die Gemeinde und für die Auslagen sozusagen. Mit anderen Worten, man kann nicht nur viele Informationen bekommen, sondern gleichzeitig auch was Gutes tun. Ja, sozusagen. Und es ist wichtig, ich mache die Synagogenführungen auch grundsätzlich ehrenamtlich. Es gibt einen sehr großen Zuspruch, sehr große Nachfrage. Und mir ist wichtig, nicht nur die religiösen Dinge und die religiösen Zusammenhänge in der Gemeinde zu erläutern, sondern auch alles, was drumherum ist. Denn das jüdische Gemeindezentrum im Springwall ist auch, wenn ich so sagen darf, ein architektonisches Kleinod. Mitten im Garten der Erinnerung gelegen. Ja, der Erinnerung gelegen im Garten von Danny Caravan. Das wird oft vergessen, einer der ganz großen Künstler, Gartenbauarchitekten, die Welt kennt. Und wenn man das als Ensemble sieht und ein wenig die tiefe Symbolik auch der Synagoge und des Gemeindezentrums erklärt, bekommt alles eine ganz andere Dimension. Dankeschön. Bitte.